Und jetzt der Knüller, Peter Sperr, gegen Lukas Müller. Sperr mit Aufschlag. Nürnberg Mögeldorf, seine gefährlichste Waffe hat man gleich gesehen, das ist die Rückhand. Da darf man ihn nicht bedienen. Lukas Müller aus Würzburg schlägt auf. Das Ganze bei der Roter Tischtennis Stadtmeisterschaft Sonntag, 18. November 2018. Und im Hintergrund der nette, sympathische Wuschelkopf, der gleich aufschlagen wird. Das ist vom TV 48 Schwabach Michael Vieracker. Und vom Wehr Senior, dessen Sohn beim CVRM in Lasbach spielt. Er ist aber bei Zirndorf, den haben wir ja auch noch im Bild. Schwarzes Trikot, Gegner nicht mehr sichtbar. Ja, der Peter Sperr auf seine alten Tage in den letzten Jahren noch mal Formkurve ansteigend. Zwischendurch war er, ich glaube, auch gesundheitlich bedingt in ein Tief gefallen, wie wir alle, die wir älter werden. War ja mal, ich glaube, so 1964 in dem Dreh oder noch früher mittelfränkischer Bezirksjugendmeister im Tischtennis Doppel. Sein Bruder war noch besser, der ist irgendwie verschollen gegangen, von dem hat man dann irgendwann gar nichts mehr gehört, tischtennismäßig. Peter ist dem Sport immer treu geblieben, kam vom TTV Neustadt oder TTC Neustadt, wie auch immer, und schlägt jetzt wieder auf. Thank you.
Sebastian Wölfel war der erste Turnierleiter. Der Engel hätte auch